Weiter geht's hier in Far Cry 6 und wir sind auf dem Weg ins erste Lager. Zum El Tigre. Eben hatte ich einen kleinen Schnitt gemacht. Weiter geht's hier im Lager, im Camp. Und wir gucken uns das ganz entspannt an. Na, guck mal, hier wieder so ein Götzendings. Ich bin der Baby-Tigre. El Tigre. Amate Statue. Revolutionary, a warrior, and a dear friend. Killed in combat when we stormed Esperanza in 67. Yesterday was the anniversary of his death. That explains the hangover. Patriotas Gipfel. Hier sind wir auf der Karte. Patriotas Gipfel. Sierra Perdida, Level 7 Gebiet, da oben, hier Level 3, Level 3, Level 3, 7, 8. Also es gibt auf jeden Fall so ein Level-System, aber ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert. Oh! Third Person! Third Person! Yes. Well, now get down here. You're missing all the fun, baby Tigre. Das ist das Lager hier in in unserem ersten Hauptgebiet. 10 Pesos hier. Hey, hola. Hui. Ein Dokument, eine hingekritzelte Nachricht, alles klar. Pelikan Schatzsuche. Die sind immer cool, also da bin ich immer gespannt drauf. Und wo ist denn der Tigre? Wir müssen ihn suchen. Oh ja, jetzt haben wir ihn gefunden. Easy, würde ich sagen. El Tigre! Hola, Danny! What the hell? You're trapped. Death is staring you in the face. What do you do? I've been kicked in the cojones 1,000 times. I haven't felt them since 72. Never do that again. What? Mi caso su casa, baby Tigre. Baby Tigre. Me the family. Lucky, my nose is broke again. I'm not your fucking mother. Hey, lucky mama. There are people out there who are actually hurt. I am suffering. Ay, easy, mama. Herpes doesn't count. Meet Lorenzo Canseco, poet of the legends. Well, I sense the hot blood of a fighter. Lorenzo Canseco. And of course, you know Lucky Mama, heart of the legends. It's not broken. Really? I felt it go crazy. Merda! Another patient? Looks like La Moral to me. I'm Danny Rojas from Libertad. The new fist of the revolution. No, Clara sent me. Libertad needs the legends on her side. Heroes to believe in. To fight another Castillo? He's exactly what Yara deserves. Buena suerte. Sorry. Wir brauchen Legenden für den Krieg, ja. Looks like Clara was wrong. A faith, Danny. Nur um euch nochmal kurz an Bord zu holen, das Libertad HQ, das Libertad Hauptquartier, haben wir jetzt nicht gesehen. Was da drin ist, wird man vermutlich erst zum Launch sehen können. Wenn ich's, also, no joke, ich hab's selber nicht gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht sogar so eine Art Siedlung ist wie in Valhalla. So ein richtiger Stützpunkt. Jetzt haben wir erstmal hier Guerilla-Jager, Lagerjager. Konstruktion und Einrichtungen bauen und verbessern. Okay, okay, okay. Mit dem Alten müssen wir reden. Ah, cool. Komm her. Er macht schön Sport. Natürlich macht er Sport. Was auch sonst. Okay. Remember the three Guerilla Pinsmans? Okay. Das war ein einfacher Einsatzstart. Was gibt's da unten? Eine Videospielkonsole? Und Domino? Clara. Und Domino? Oh, Mann. Alter!
Joseph Seed! I just hope they still want to be here. Was? I'm going to take a walk around their camp. Und Paganmin. Okay, Danny. Alle im Fernsehen. Und da oben liegen einfach Far Cry Spielhüllen. Wie geil ist das denn mal? Aber man kann es nicht zocken. Ich wette, dass das auch in der Demo gesperrt ist. Ich könnte mir zwei Dinge vorstellen. Sowas wie ein Minispiel oder dass das der Season Pass ist. Wir wissen ja schon, dass das DLC von Far Cry 6 mit den drei Antagonisten der Vorteile sein wird. Ah. Wollen wir eine Runde Domino zocken? Zivil? 100 Pesos. No joke. Keine Ahnung, wie Domino geht. Niedrigster Wert gewinnt. Ja, alles klar. Das Spiel endet, wenn keine weiteren Steine mehr gelegt werden können. Also alle Steine legen. Wer die höchsten Steine hat, hat verkackt. Du musst aussetzen, wenn du nicht kannst. Ja. Gut. Sagen wir mal so. Erlock ist es jetzt nicht. Also kann es nur leichter sein. Wer weiß. I was winning at this game when the last revolution was just beginning. Da, setzen wir ein bisschen Kohle. Nicht Kohle, Steine. Blöpp. Ich verfolge jetzt die Taktik, hohe Sachen sofort loswerden, wenn es geht. Aber man kann immer nur ein paar wählen, quasi, die eh möglich wären. Und der hat ja mehr Werte. Dann nehmen wir den. Aber ich wette, man muss nochmal anders denken. Oder? Muss zählen, was die anderen haben könnten. Das sind ja drei Mitspieler. Ja, get worried. Wie siehst du drauf? Also, Rums! Und jetzt, Danny. Im Angriffsmodus. Die 7. Auch genannt 5 und 2. Eine 2. Was können wir legen? Die 6 und die 3 oder die 2 und die 2? Nehmen wir das. Deal with it. Aber die haben da vorhin so quer gemacht. Kann ich das nicht machen? Das ist ja cool, diese Querdinger. Let's see what you do with that. Ah, okay, okay. Es könnte ein Dead End sein, wenn keiner mehr eine 1 hat. Aber ich habe eine 1. Oder das. Oder das. Das ist aufregendste Spiel, ey. Ja, sag mir mal gerne, was haltet ihr von Domino? Auch genannt Domino. Domino. In Far Cry. Eat this. Rums! Oh, Alter, er knallt den dahin. Komm, schaffen wir, oder? Wir haben noch einen Stein. Deal with it. You are lucky with that one. Oh Mann, wir müssen überspringen. Mierda. Scheiße. Oh. God. Der Alte hat Hex an. That's right. 12 Punkte. Oh, yeah. I'm the best. Ja, wir sind Platz 2. Sie hatte aber leider 0. Ja, war jetzt geht's so. Ich will das hier spielen, Mann. Aber das geht, glaube ich, nicht. Oh, die Chicas. Also die Chickens. Chicken Run. Was bauen wir denn hier? Guerilla-Lager. Neue Einrichtung bauen. Neue Einrichtung bauen. Zwei Slots. Verstecknetzwerk. Guerilla-Stützpunkt Fischerhütte. Verstecknetzwerk. Ein geheimes Netzwerk, das durch ganz Yara geht. Schnellreise oder Wingsuit-Absprung. Ah, okay, cool. Stützpunkt mit besseren Waffen, bessere Ausbildung, Aufklärungslaptop. Okay. Lerne Angelbroschüren, was über Angel. Ja, Jagen, Jagdgebiete halt. Kaserne, eine Einsatztruppe und Mahlzeiten. Glaub, das Versteck ist eh das Einzige, was wir machen können, aber klingt sinnvoll, oder? Ey, ey, also der Soundtrack ist geil, muss ich sagen. Also gefällt mir auf jeden Fall bislang sehr nice. So, haben wir gebaut und jetzt? Ach, guck mal, hier ganze Karten holen. Schatzkarten. Ah, Carta de Schatza nennt man das, glaube ich, auf Deutsch. Spanisch meine ich natürlich. Versteck, bla bla bla. Okay, das sind jetzt Guerilla-Verstecke, die wir aufgelöst haben. Ja? Oder? Ja, ja, die blauen Häuser. Cool. Ja, nice. Kann man hier auflösen, aufdecken. Außerdem hast du eine Werkbank hier in der Siedlung. Okay, nice.
Tö. MS-16S. Sniper. Und die mal wieder. Pimpen geht leider nicht. Boah, ich sehe mich so in dem Farmen von diesen Materialien. Wir werden einfach stundenlang diese Materialien im Stream grinden, ja. Nicht grinden, grinden. Und dann richtig geil aussehende, gepimpte Waffen haben. Mit fettem Schalldämpfer, Super Scope und panzerbrechender Munition. Ja. Ah, hier ist wieder draußen. Flammenwerfer, Action. Die Mission ist da. Hier. Eine Schatzsuche. Das machen wir in der nächsten Folge. Ja? Bis gleich. Das war die Siedlungsfolge. Euer Scheich. Tschüss. Liebe Leute, mein Name ist Fragner und ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Liebe Leute, mein Name ist Fragner. Bis später, euer Peter. Und natürlich gern die Glocke aktivieren. Aktivieren. Und natürlich gern die Glocke aktivieren. Aktivieren. Und natürlich gern die Glocke aktivieren. Aktivieren. Und meinen zweiten Kanal könnt ihr auch gerne abonnieren.